Hallihallöchen, willkommen zurück zur zweiten Folge Let's Play Roos auf diesem Kanal Quick Play. Hier sieht man noch die Stats von der ersten Mission, die Ergebnisse. Und ich klicke jetzt einfach mal auf Weiter. Ja, ein bildschöner Ladebildschirm von Roos. Ich finde diesen Effekt hier. Voll bisschen Deutsch. Mein Gott, Angie, alles in Ordnung? Andrew, ich hätte nicht gedacht, dass ich Sie noch einmal wiedersehen würde. Wer ist denn Ihr Begleiter? Joe Sheridan, US Army. Hoch erfreut, General. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Sie haben Canaris getötet. Verdammt! Es ging ihm sehr schlecht, aber ich konnte mit ihm sprechen. Wer Prometheus ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Wo? In Torgau. Prometheus hat dort noch irgendwas zu erledigen. Mir ist egal, wo er ist. Ich folge ihm in die Hölle, wenn ich muss. Viele gute Soldaten sind gestorben. Allein wegen Prometheus. Schon damals. In Tunesien. In Kasserine. Unterdessen im deutschen Hauptquartier in Bizerte, auch in Tunesien, auf dem afrikanischen Kontinent. Herr General von Richter, wir haben eine Nachricht von Feldmarschall Rommel. Er würdigt Ihre Rolle in der Offensive und will Sie zum Oberkommandierenden des Korps befördern. Meinen Glückwunsch. Weshalb? Wir wussten einfach alles über Ihre Stärke und Positionen. Jeder hätte das gekonnt. Die Agenten des Feldmarschalls waren äußerst effektiv und genau. Nicht Rommels Spion. Canaris. Diese Quelle namens Prometheus hat gewonnen. Nicht ich. Unser alter Freund Sheridan. Bringt die Verwundeten aus der Sonne und durchsucht unsere und ihre Toten auf Wasser und Munition. Wer sind Sie? Colonel Campbell, Geheimdienst, Kriegsministerium. Und Sie? Major Sheridan. Joe Sheridan. Ich dachte, Colonel Hodge wäre ranghöchster Offizier. Er wird seit 6 Stunden vermisst, Sir. Wir haben aber Teile seines Jeeps gefunden. Und Lieutenant Colonel Hampson? Oh Mann, lassen Sie es mich so sagen. Er fliegt in einer Kiste nach Hause. Dann liegt es an Ihnen, Major. Ich habe Befehl, alle kampffähigen Männer zu sammeln. Zu welchem Zweck, Sir? Die Stellung zu halten, bis Verstärkung eintrifft. Aber warum? Spätestens morgen Abend überrennt die gesamte deutsche Armee Kasserine. Dort sollten wir Stellung beziehen. Mich müssen Sie nicht überzeugen, aber Sie haben Rommels 21. Panzerdivision nichts als Gewehre entgegenzusetzen. Wie wollen Sie dorthin gelangen? Es gibt einen Weg. Ich zeige es Ihnen. Nördlich von Spiba gibt es ein vom Rest der Truppen abgeschnittenes Panzerabwehrbataillon. Ungefähr hier. Verstehe. Und von dort ist es nur einen halben Tag nach Kasserine. Mit etwas Glück schaffen Sie es vor den Deutschen dorthin. Genau, ich versuche schon seit Stunden, das Hauptquartier darüber zu informieren, aber ohne Erfolg. Sehr gewagt. So schnell geben Sie nicht auf, was? Aber wie Sie wissen, vertrete ich das Hauptquartier. Und ich sage, wir machen es. Treffen wir uns mit dieser Artillerieeinheit. Jede Verstärkung ist wertvoll. Also ich persönlich schätze an dem Spiel auch, dass die Deutschen hier nicht so als über Nazis dargestellt werden. Das schätze ich auch sehr an dem Spiel. Ja, hier kann man also mit Tab, kann man also mit dem Tabulator die Informationen über die derzeitig angewählte oder wo der Cursor eben drüber ist, Einheit ansehen. Hier geht es gerade um die GIs, das ist eben die leichte Standardinfanterie der US Army im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, die werden sogar, ja, die werden heute noch GIs genannt. GI, also GI steht für General Infantry.
Also Standardinfanterie oder generell. Oder, also ihr solltet ja eigentlich alle auch eine gewisse Sprachbefähigung besitzen. Nicht wie ich. Sir, vor uns ist massenhaft feindliche Infanterie. So, ja, natürlich fahren die mal wieder nicht in den in die Reichweite der amerikanischen Infanterie rein, was natürlich so logisch ist. Jetzt muss ich die wieder angreifen und der Angreifer hat meistens die meisten Verluste, habe ich bemerkt. Ist natürlich hier eben so. Also, kann es doch nicht ändern. Vielleicht haben es manche schon gesehen, dass alle Einheiten auf der Straße ein Geschwindigkeitsbonus klingt doch gut, oder Major? Dass manche Einheiten, also eigentlich alle Einheiten einen Geschwindigkeitsboost auf der Straße bekommen. Und hier ist auch schon einer der tapferen amerikanischen Soldaten krepiert. Und wir haben die deutschen Soldaten mehr oder weniger nicht geschlagen. Hier kann man ja keine Gefangenen nehmen. Naja, das würde jetzt eine Umstelle bereiten. Ich finde es zwar... Sehr gut, aber dieser Krieg geht noch weiter. Ah, die haben sich ja auch nicht ergeben. Obwohl, die sind ja geflohen, was ja eigentlich... Sie haben schnell reagiert. Der Feind sammelt sich vor Spiba. Wieder sehr schön gerade zu sehen gewesen. Beeilung, bevor es zu viele werden. Hier gerade... Feindliche Patrouillen, wir müssen sie sofort ausschalten. Hier gerade sehr schön zu sehen gewesen. Artilleriefeuer auf meine Einheiten und Campbell fuckt mich langsam ab. Das ist jetzt die zweite Folge und der Typ ist nur am Rumnerven. Das geht die ganze Kampagne so. So. Haben wir einen hübschen Garten, eine Plantage, was das für Bäume sind. Gummibärchenbäume. Ich versuche auch so wenig rassistisch wie möglich zu sein. Ist natürlich alles Spaß. Also dann, ja, weiß ich jetzt wohl nicht, wir waren hier drin, rassistisch. Ja, das war jetzt nur eine Vorwarnung. Kann sein, dass mir da manchmal was ausrutscht. Ich versuche das zu dämmen. Das ist, aber eigentlich sollte das ja hier... Ausgezeichnet. Spiba ist nicht mehr weit. Klar sein. Ich hoffe, ihr hört das alles. Ich war natürlich so dämlich. Ich habe jetzt einfach nur die erste Folge in den Ordner erste Folge verschoben und nicht gleich angehört wegen dem Sound. Da habe ich mir ehrlich Gedanken gemacht. Und wir haben Spiba erreicht. Ja genau, es wird Spiba ausgesprochen. Hier vorne zwei schwere Einheiten, also... Wo ist die Panzerabwehreinheit? Wie ist die Lage? Alter. Major, es nähern sich zwei feindliche Panzer. Panzer 3. Panzer! Mein Gott, Sheridan, die machen uns fertig. Sir, das Panzerabwehrbataillon hat Feindkontakt. Sie greifen die Panzer an. Glück gehabt. Das war knapp. Wie ich mir dachte. Freuen Sie sich nicht zu früh, Major. Jetzt wird es erst richtig interessant. Was denn jetzt schon wieder? Eine Kampfgruppe der 21. Panzerdivision hat uns nach Spikler zurückgeworfen. Der Rest der Division wird folgen. Soweit wir wissen, besteht sie aus Infanterie und Panzern. Die großen Markierungen stehen für Panzer, die kleinen für Infanterie. Ja, das wollte ich auch sagen. Die Vorhut der First Armored übernimmt den linken Flankenschutz. Sie halten die 21. Panzerdivision auf. Wir übernehmen Kasserin. Major, das Panzerabwehrbataillon untersteht jetzt Ihrem Kommando. Halten Sie die Panzerabwehrgeschütze fern von Ihren Zielen, Major. Sonst geraten Sie selbst unter Feuer. Aufpassen, Major. Es nähern sich weitere feindliche Panzer. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Schön. Ich habe mal ein bisschen Gesprächszeit. Also, ich wollte auch gerade sagen, dass dem schlaueren Zuschauern hier schon schlauer. Panzerabwehrgeschütze haben eine hohe Feuerreichweite. Nahkämpfe vermeiden. Panzerabwehrgeschütze können nicht aus der Bewegung heraus feuern. Ach ja, genau. Wir haben gerade das wunderhübsche... Der letzte Panzer ist hinter den Gebäuden in Deckung gegangen. Leicht wurde das... Bringen Sie die Panzerabwehrgeschütze für einen besseren Schusswinkel nach vorn, Major. Jetzt lass mich doch mal reden. Das Leicht wurde des Panzer 3 vernichtet. Eigentlich hätten... Denken Sie daran.
Panzer zerstört man mit Panzerabwehrgeschützen und gegen Infanterie setzt man am besten Infanterie ein. Wir haben es verstanden. Also, eigentlich hätten die Panzer 3 ja noch eine längere Kanone nicht. Aber die hätten genau wie der Panzer 4, vielleicht kennt ihr den ja, der kommt ja auch noch später vor. Der hat noch hübsche Panzerplatten zur Verstärkung dran an der Seite und vorne. Hatte der Panzer 3 eigentlich auch, aber eben nur manche Modelle. Find's schade, dass es den hier nicht gibt, dass man das nicht entwickeln kann, aber man kann ja nicht alles haben. Und ja, Spital. So, jetzt hier die schönen kleinen Panzer 3 vernichten. Mir ist gerade... Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Und ich muss mich hier auch ein bisschen noch... Na gut, noch 3 Minuten noch. Dann muss ich hier wieder einen kleinen Schnitt machen. Also ich hoffe nur, das haut hier hin mit dem... Ja, Befehlsverkettung. Also ich wollte sagen, ich hoffe, es haut hier hin mit der... Mit den Cuts und den Ansagen, dass ich das ein bisschen hinbekomme. Ah, ich wollte es gerade sagen, greift mal den Panzer. Nicht schlecht, Major, aber die Zeit wird knapp. Wir müssen Spitler erobern, um nach Kasserin zu gelangen. Da ist die First Armored. Sie halten uns den Rücken frei, also auf nach Kasserin, Major. Ich teile hier nochmal gerade ein bisschen. Verflucht, die Stadt wurde eingenommen. Die Panzerabwehrgeschütze werden es schwer haben, die Panzer ins Visier zu nehmen. Hier, Tipps. Ja, schön, dass die Tipps so schnell weg sind. Hier, italienische Einheit. PA-Geschütze können nicht auf ungepanzerte Einheiten Infanterie schießen. Also in diesem Spiel erkennt man auch daran, ob Fahrzeuge oder generell Einheiten aus Bewegung fallen können. Also wenn sie einen Turm haben, zum Beispiel Panzer, es gibt hier auch Panzerabwehrpanzer, die nicht aus Bewegung fallen können, eigentlich die meisten. Die Briten und die Amerikaner haben eigentlich die aus Bewegung feuern können. Nee, die Briten waren das nur. Und die Italiener. Sehr gut. Ja. Die Straße nach Kasserin ist frei. Beeilung! Auf nach Kasserin, bevor die gesamte 21. über uns herfällt. Also ich persönlich spiele immer im freien Spielmodus. Nicht im Kampf finde ich einen regenerierend automatisch. Das weiß ich auch, dürfte auch schon jeder ein bisschen gesehen haben. Ich muss mir halt ein bisschen näher ranzoomen, damit ihr die Einheiten seht. Weil diese Detailverliebtheit in diesem Spiel finde ich unglaublich. Hier zum Beispiel. Diese Map ist so groß und es ist alles so wunderschön detailliert. Die First Armored hält nicht länger durch, Major. Wir müssen nach Kasserin, bevor die Deutschen durchbrechen. Ein paar Panzer sind immer noch im Weg, Sir. Das ist hier eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Dann wäre noch ein Lieblingsspiel von mir, also Battlefield 3 natürlich, aber das werde ich nicht jetzt playen. Das darf ich auch gar nicht. Bin ja hier, also ich werde hier bald 16. Und ja, Infanterieeinheiten sind gegenüber Panzern sehr verwundbar. Das ist eigentlich logisch. Ja, also das wäre noch Ghostbusters. Das ist auch noch ein kleines Display, was bald kommen würde. Als Nebenprojekt. Aber ich versuche alles immer regelmäßig hochzuladen. Jeden Tag. So von jedem Projekt eine Folge nehme ich mir fest vor. Natürlich wird es ein bisschen problematisch mit den Prüfungen bei mir und Konsultation und alles, aber. Noch ein halbes Jahr, bis dahin, zu der Zeit, viel Spielspaß. Wie spät haben wir es denn? Oh, noch 1 Minute. Ja, da können wir noch ein bisschen vorholen. Wenn ich dieses hübsche kleine Tüppchen noch nicht mache. Okay, dann würde ich hier jetzt mal einen kleinen Schnitt machen. Es war schön mit euch, ihr wart sehr gesprächig, danke an euch, schaltet wieder ein in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefallen hat. Folge 2, also ich habe jetzt hier nur so schnell abgeschlossen, weil ich Angst habe, dass hier wieder ein Filmchen reinkommt und die will ich nicht unterbrechen. Also, tschüss, bis nächste Folge.